Nun, zuerst zum Begriff. Unter Vorurteil ist ein Urteil vorher zu verstehen. Also vor Faktenoffenbarung oder vor ausreichend Information zu einer fundierten Meinungsbildung, nicht? Oder vor dem Essen, wenn man sagt, auf der Ragu wäre ich sicher speiben, ne? Das Futurum entlarvt hier das Vorurteil. Ne? Es könnte eine Ankündigung auch sein, ne? Aber dann wäre es kein Vorurteil. Ne? Zum Unterschied vom Nachurteil, dass es so nachher gefällt wird. Machen wir vielleicht ein konkretes Beispiel. Ne? Also nehmen wir an, ich sage, die Blondinen seien dumm. Ne? Des ersten Falles. Ne? Das ist ein typisches Vorurteil. So, wenn jetzt eine Blondine so dumm ist, und mir dafür eine in die Fresse haut, ne? Dann mag das eine unmissverständliche Form der Meinungsäußerung sein, ne? Aber die Justiz fällt dann darauf bauend und darauf folgend ein Nachurteil, und das kann sich durchaus nachteilig für besagte Blondine auswirken. Oder anderes Beispiel für Vorurteile. Ne? Professoren zum Beispiel. Ne? Professoren sagt man noch, also sie seien ne, zeitweise manchmal durchaus ne, oder ein wenig, ne, also, dass ich da jetzt, also, jetzt nicht überzeichne, schon den richtigen Ausdruck sage, schon, ich sage klar eben. Ne, ja, ne? Also, nur um das einmal so in den Raum zu stellen, nicht? Wie man so sagt. Aber bitteschön, Siedlungen können ja auch zerstreut sein, nicht? Und selbst bei Fußballer-Fotosammelalben kleben, nicht? Auch da spricht man durchaus von Zerstreuung. Nicht? Das ist ein dummes Vorurteil, nicht? So, was ist jetzt ein Vorurteil, also außer dumm? Ne? Ja, ein Vorurteil ist also vorteilhaft zum eigenen Schutz. Ne? Also, wenn jemand zum Beispiel aus Prinzip keine Pilze isst, dann schützt er sich mit diesem kulinarischen Ressentiment vor einer Pilzvergiftung. Und wenn er dann die selbstgemachte Pilzsuppe seiner, was weiß ich, Erbtante anbietet, ne, dann eröffnet sich ihm die große Chance, nämlich praktische Erfahrungen zu sammeln und somit Vorurteile durch fundierte Experimentalergebnisse zu substituieren. Man spricht also dann von einer kognitiven Dogmenkonversion. Ja, Vorurteile haben eine sehr lange Tradition, nicht? So behauptete ja bereits der babylonische Philosoph Hamakairen, ne? Dummheit läge auf den weiblichen Sklaven. Ne? Dummes Vorurteil, ne? Typisches Vorurteil, denn heute wissen wir, dass es auch dumme freie Frauen gab. Ne? Ja, Vorurteil. Besonders verhaftet sind ja Vorurteile in der sogenannten FP, der
Facialis Plexus, dem niederen Instinktlappen in der rechten Gehirnhälfte. Und gerade in den 90er Jahren ist also da in Mitteleuropa eine vermehrte Anreicherung vorurteilbehafteten Gedankenguts zu bemerken gewesen bei Europäern, Mitteleuropa. Ne? Und das wird jetzt, und das ist ja hochinteressant, bitte, das wird jetzt von sehr vielen Wissenschaftlern zurückgeführt auf die Einwirkung von schädlichem Fallout nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl am 26. April 1986. Ja, das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. So, kommen wir zum Ende. Mit der Abschließung schon noch festhalten, das letzte Wort bei Vorurteilen noch nicht gesprochen ist, noch lange nicht gesprochen ist. Ne? Ich hoffe aber, ich konnte in dieser kurzen, mir zugestandenen, dankenswerterweise zugestandenen Redezeit doch einen kleinen Einstieg geben in den Themenkreis Vorurteile und ihre Nachwirkungen. Und wie ich meine auch, ohne Vorurteile, ne? Jedoch viel zu Kursen, aber das ist immer so im Fernsehen. Ne?